So, hallo und willkommen zurück bei Atomfishing 2. So, wir sind hier an einem Level 2 Angelspot am Gewässer, kann man ja nicht sagen. Das ist ja alles ein Gewässer. Wir sind jetzt Stufe 2, sind an dem neuen Spot. Können wir uns mal kurz anschauen. Wir befinden uns jetzt hier. Zaton. Und da würde ich mal sagen, wir haben hier jetzt ein bisschen Angeln. Ist leider gerade. Oder. Der Tag endet, es beginnt die Nacht. Aber man weiß nicht, vielleicht beißen sogar nachts andere Fische. Müssen wir einfach mal schauen. Und ich würde sagen, nachts, da lassen wir das mit dem Brot. Da tun wir hier schön Blutwurm drauf. Und gucken wir mal, was beißt. Ja, in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen was anderes erzählen. Also. Ich habe jetzt ein bisschen schon weitergeangelt, bin jetzt Stufe 2, sonst wäre ich ja nicht an den Teich gekommen. Und als ich jetzt Stufe 2 erreicht habe, haben sich hier unsere fünf Balken wieder komplett aufgeladen. Das heißt, ich musste jetzt keine Nahrung, kein Trinken oder Medikamente zu mir nehmen. Aber ich denke mal, irgendwann ist es soweit, da müssen wir uns auch um die Balken kümmern. Und dann hatte ich noch das zweite Quest abgeschlossen, in dem, wo wir 15 Fische über 100 Gramm fangen sollten. Hatte ich gemacht, da gab es 25 Blutwürmer als Belohnung. Und jetzt haben wir ein neues Quest, da soll man. Ach, schade. Ich dachte, das reicht schon für den Anschlag, da soll man jetzt hier oben steht's. Zwei Biomasse herstellen oder abgeben. Und das machen wir mit oder aus Fisch an der Werkbank. Und für jeden Fisch bekommen wir jetzt eine, ich sag mal, einen zerlegten Fisch und wir brauchen dann 10 zerlegte Fische, um ein Biomasse herzustellen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier reichlich angeln, dass wir erstmal hier 20 Fische im Gepäck haben. Fisch ist entkommen. Sehr schlecht natürlich. So, leider weiß ich jetzt auch nicht, ob jetzt jeder Fisch zählt oder ob die jetzt eine bestimmte Größe haben müssen, um diese Fischfetzen da herzustellen. Das werden wir einfach noch herausfinden müssen. Ja, da war ich jetzt abgekommen. Ich war ja hier oben bei diesen fünf Balken. Und zwar hatte ich ja letztens ja nicht richtig entziffern können, welcher für was steht, aber das ist eigentlich ganz einfach. Klicken wir hier drüben auf den Kopf. Moment. Machen wir hier mal nach dem Anschlag. Mensch, da denkt man wirklich, der Hund, der steht hier gleich neben einem. Was ist denn das jetzt hier? Kann man das schon anhauen oder wie, oder was? Ach herrje, was war denn das jetzt? Meine Rute ist kaputt. Ach herrje, jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, ich muss zurück. Ich muss eine neue Rute kaufen. So, gehen wir zurück in unseren Bunker. Dann kaufen wir uns wieder eine Rute. Sollte ja gehen. War ja auch total günstig. 2,88 besitzen wir und so eine Rute sollte bloß 1 Cent kosten. Richtig. Gibt es auch noch verschiedene. Moment, wir können mal kurz gucken. Energieverbrauch beim Auswerfen 1. 0. Würde ich mal sagen, 0. Energieverbrauch wird sicherlich hier so ein Balken sein. Das heißt Nahrung oder. Naja. So, haben wir wieder hier so einen super Routenstock. Naja. Okay.
Ja. Was wollte ich sagen vorhin? Genau, diese Balken. Haben wir jetzt hier unseren Kopf, klickt man drauf. Dann sehen wir jetzt ein bisschen Statistiken. Und zum anderen sehen wir auch hier die Balken hier. Gesundheit, Strahlungsresistenz, Ausdauer, Essen, Wasser. So, noch sieht alles okay aus. Erfahrung haben wir 203 von 500, aber naja, ein bisschen mehr als ein Drittel. Hier fehlt ja weniger als ein Viertel. Also das könnte passen. So, Rutehammer. Jetzt muss ich mal schauen. Wie ging denn das jetzt anzulegen? Ach so. Oi, habe ich jetzt zwei Ruten? Verstehe ich jetzt nicht. Eine ist kaputt oder wie? Haltbarkeit 30 von 30. Okay, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum ich jetzt hier zwei Routen habe. Naja, spielt jetzt keine Rolle. Wir haben eine neue Route. Das heißt, wir können weiter angeln. Aber wir gehen mal... Gehen wir jetzt mal hin. Wir gehen mal hier. Den Angelplatz. Los, oder? Ja, komm. Bleibt man gleich hier. Startpunkt. Packt man die Ruder aus. So, machen wir mal aber ein bisschen flacher. Und Blutwurm bleibt. Okay. Und werfen wir mal aus. Was? Also, wieder vergeigt. Also das Anschlagen ist wirklich hier, weiß nicht, schwer, Glücks. Ja, normal haut man jetzt an, oder? Aber ich traue mich schon gar nicht mehr. Nee, hat geklappt. So, wir haben jetzt keinen speziellen Fisch hier im Blick. Wir angeln einfach alles, was beißt, wollen wir haben. Zum einen tun wir leveln und zum anderen wollen wir jetzt hier versuchen, das Quest zu erfüllen. Sehr unterschiedlich. Das Beißverhalten. Jetzt dauert es wieder etwas länger, bevor es beißt. Nee, also das dauert mir jetzt zu lange hier. Da holen wir nochmal ein. Da tun wir mal ein bisschen hier. Ein bisschen doch tiefer machen. Dass wir nachts so ein bisschen mehr auf Grund angeln. Und dann werfen wir vielleicht auch mal hier drüben vielleicht hin.
war wieder so ein Reflexschlag. Also man sieht, der Schwimmer so unten und klickt irgendwie gleich auf die Maus. So wie jetzt hätte ich fast wieder geklickt. Ja, das ist jetzt ein Klicker wert. Also wenn es einen schräg legt oder wenn er sich sogar bewegt, also da klicke ich auf jeden Fall. Was ist jetzt? Jetzt haben wir aber mächtig zu kämpfen. Ich würde fast sagen, das wird hier in die Hose gehen. 12 Meter, also weg. 13 Meter. Meter. Das ist nicht unser Tag. Erst verschwindet die Rute, ob sie gebrochen ist oder ob sie ins Inventar gerutscht ist. Dann beißt ein Fisch, den wir nicht rausgezogen bekommen. Ja, das ist eigentlich jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt zieht er hier ab. Können hier absolut nichts machen. Außer dem Fisch entkommen lassen. Ja, sehr schade. Hätte ich jetzt natürlich auch gern gefangen, aber für mich war das jetzt wirklich aussichtslos. Ihr habt gesehen, der ist nicht mal ein bisschen näher gekommen. Was ist denn jetzt los? Ist jetzt etwa der Schwimmer mit weg? Ausrüstung. Schwimmer, Schnur, Haken, Rolle. Angelruten. Was? Wo sind wir? Wir sind weg. Wir sind nicht mehr sichtbar. Das heißt, wir müssen mal zurück in den Bunker. Jetzt schauen wir noch mal eben nach unserer Ausrüstung. Ist alles da? Ja, also der Spot, der, weiß nicht. Also Stufe 2 hat es schon ein bisschen in sich. Ist uns bei dem einen die Schnur gerissen, bei dem anderen haben wir einen Fisch nicht rangekriegt, ist er uns entkommen. Na? Ist ja wirklich jetzt so ein bisschen spannend gemacht. Kriegt man einen Fisch raus, wenn er beißt? Oder kriegt man nicht raus? 100 Gramm, okay. Sagen wir, das ist ja eine schöne Größe. Haben wir auch ziemlich schnell rausbekommen. Der kommt auch. 21 Gramm. Naja. Wir angeln eigentlich mit Blutwurm. Oh, also das läuft schon mal hier. Die beißen. So, jetzt fangen wir mal noch ein und dann gehen wir mal schauen.
ob denn auch aus die kleinen Fische hier, die unter 100 Gramm sind, dieses Fischgeschnetzelte machen kann. Na komm, jetzt wo wir noch einen fangen wollen. Da beißt nicht, oder wie? Ah, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ist der mich wieder verarscht? Zieht runter und in dem Moment, wo man klickt, kommt der Schwimmer wieder hoch. Man fällt jedes Mal wieder drauf rein, aber diesmal nicht. Nein, ich schlag jetzt nicht an. Aber jetzt, wenn du dich bewegst noch. Oh, jetzt ist das Weiße weg. Jetzt zieht er, ja. Haha. So, diesmal gleich einen Schlag gegeben. Boah, was das? Ein Lurchmolch. Kurioser Fisch. So, den nehmen wir. 35 Gramm. So, jetzt haben wir gesagt, jetzt. Achso, wir müssen erstmal hier die Route wieder einpacken. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Bunker und testen mal. Bei dem Zubereiten, ob das jetzt hier mit jedem Fisch klappt. Für unsere Quest natürlich hier. Ach, hier steht es von 100 Gramm. Fisch von 100 Gramm nach 3 Kilo. Hä? Okay, 10 Fische haben wir insgesamt drin. In unserem Netz. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 6 Stück über 100 Gramm. Genau, 6 Stück können wir hier verwerten. Alles klar, jetzt haben wir es doch kapiert. Moment, hier können ja alle herstellen. So, da haben wir die ersten 10 zusammen. Benötigt 10 Stück auf Lager 10. Herstellungskosten. Ein so ein Strahlungspunkt. Will mal gucken, ob der jetzt abnimmt. Also nicht sichtbar. Okay, Werkpunkte. Sprich mit Dingsbums. Okay, Moment. Stand da nicht, wir sollen 2 Stück als Quest bringen? Null von 2. Hat das jetzt wieder angefangen? Okay. Ich sag mal, ist jetzt nicht ganz so wild. Wir wollen jetzt sowieso angeln, um ein bisschen zu leveln. Aber ich würde mal sagen, das mache ich offscreen. Werde noch ein bisschen angeln. Und in der nächsten Folge hoffe ich mal, dass ich hier dann Level 3 bin oder irgendwas Neues entdeckt habe. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwelche Ideen habt oder was herausgefunden habt, was man machen, tun kann, sollte, schreibt es einfach mal in die Kommentare für mich, für andere Zuschauer.
denke mal, wird interessant sein. Das Spiel ist jetzt noch nicht ganz so publik. Jede Hilfe ist hier wirklich hilfreich. Und ja, ich sage einfach mal, bis später.